Herzlich willkommen, meine Freunde und vor allem Wrestling-Fans, zum ersten Video zu WWE 2K24 auf diesem Kanal. Und das ist ein Infovideo. Das Spiel ist ja bekanntermaßen noch nicht draußen. Und deswegen möchte ich mit euch ein bisschen die Infos durchgehen, die es zu dem Spiel so gibt aktuell, also der aktuellste Stand. Und im Hintergrund werdet ihr ein bisschen Gameplay sehen aus WWE 2K24. Genau genommen, wenn alles klappt, seht ihr das Match zwischen Cody Rhodes und Seth Rollins. Und wo wir das auch gerade sehen, ist schon mal eine Neuerung, dass es ein Ambulance-Match geben wird. Und genau so ein Ambulance-Match ist hier Cody Rhodes gegen Seth Rollins. Also schon mal viel Spaß mit dem Gameplay-Material. Und ansonsten würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die restlichen Inhalte. Und zwar vor allem um die Inhalte des Preview-Builds, was aktuell rumläuft. Eine Art Demo, die manche schon spielen können, manche nicht. Also es ist keine öffentliche Demo, sondern mehr für Events und so gedacht. Und über den Stand der Dinge, was diese Preview-Version betrifft, möchte ich gerne ein bisschen mit euch reden. Wir hatten bei WWE 2K23 noch ein ziemlich makelloses Wargames-Match bekommen. Und dementsprechend hoch könnten die Erwartungen für den aktuellen Titel sein. Nachdem es mittlerweile die Möglichkeit gibt, dieses Preview-Build zu spielen, nicht für alle, aber für einen ausgewählten Teil der Content-Creator, kann ich auf jeden Fall mit Zuversicht sagen, dass WWE 2K24 einige beeindruckende Verbesserungen zu bieten hat. Es gibt aber auch den ein oder anderen Bereich, wo wirklich noch einiges an Aufmerksamkeit nötig ist und ein bisschen mehr Feintuning reinfließen dürfte, damit das nicht allzu altbacken aussieht. Da kommen wir aber gleich noch zu. Erstmal gehen wir ein bisschen auf die anderen Sachen ein, auf die positiven Sachen. Denn der aktuelle Build von WWE 2K24 bietet 10 spielbare Wrestler. Ja, ist eine Auswahl, eine wilde Auswahl, darunter eben auch Cody Rhodes und Seth Rollins und auch Roman Reigns kann man schon spielen. Ist aber auch erstmal nicht so wichtig, da sind jetzt keine bahnbrechenden Charaktere. Es ist auch keine Revolution zu erwarten, was die Wrestler-Auswahl angeht. Das wird schon sehr, sehr ordentlich sein. Es wird auch relativ aktuell sein, aber da wird es keine großen Überraschungen geben, außer vielleicht später bei den DLCs. Man kann auch mittlerweile ein paar Matches anspielen, darunter wohl auch den Royal Rumble, einige Basiskämpfe, den Backstage-Fight kann man ausprobieren. Und eben auch das, was ihr gerade seht, das Ambulance-Match. Und es sind sogar 2 Matches aus dem Showcase of the Immortals spielbar. Das Ambulance-Match ist sehr, sehr cool geworden, wie ich finde. Es sieht super hochwertig aus. Ihr könnt das ja auch alles hier im Video verfolgen und euch selbst eine Meinung dazu bilden. Es ist vielleicht nicht ganz so eine spielverändernde Neuerung, wie es bei den Wargames-Match war. Das war schon ein bisschen was Krasseres. Aber trotzdem, das Ambulance-Match ist schon extrem nice. Ziel des Matches ist es natürlich, seinen Gegner so sehr fertig zu machen, dass ihr ihn hinten in den Krankenwagen reinschmeißen könnt. Ja, ihr müsst vorher die Türen öffnen, schmeißt euren Gegner da rein und dann müsst ihr 2 Minispiele schaffen, um die beiden Türen zuzuschlagen. Und wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr natürlich den Sieg erringen. Es wird aber auch noch weitere Matcharten geben, die dazukommen, die neu ins Spiel kommen. Es sind auch welche dabei, die schon mal früher in WWE-Spielen dabei waren und jetzt wieder neu eingeführt werden, wie zum Beispiel der Special Guest Referee. Das Match gab es früher auch schon mal in den WWE-Games. Jetzt bekommt es quasi eine Reanimation. Außerdem wird es auch Gauntlet-Matches geben und, was ich persönlich eigentlich noch geiler finde als das Ambulance-Match, ist das Sarg-Match, ja, das Casket-Match. Auch das kehrt wieder zurück in die Spiele. Auch dieses Match war schon mal Teil der WWE-Games. Wobei ich gar nicht weiß, ich glaube, es war damals noch THQ, als es das Casket-Match gab und auch als es das Special Referee Match gab. Ich glaube, unter 2K waren die Matches noch nicht da. Ich weiß es nicht, es ist mir aber auch egal. Sie kehren auf jeden Fall wieder zurück. 2 weitere spannende Gameplay-Neuerungen sind zum einen die Super-Finisher, die jetzt ausgeführt werden können, und das sogenannte Trading Blows-Minispiel. Das ist, wenn jemand auf dir drauf hockt, ja, sagen wir, es gibt ein Ground and Pound, jemand hockt auf dir und schlägt dir die ganze Zeit auf den Schädel ein. Ist es mittlerweile möglich oder soll es bei 2K24 möglich sein,
diese Schläge zu kontern und quasi den Spieß umzudrehen, sodass ihr die Oberhand gewinnt und eurerseits dann auf den Gegner einschlagen könnt. Vorher war es so, dass man diese Schläge, das ist eine Aktion gewesen und eine Animation, und das heißt, euer Charakter muss dann erstmal 4, 5 oder 6 Schläge einstecken und ihr könnt nichts dagegen tun. Das wird umgewandelt, sodass ihr das Ganze jetzt kontern könnt. Der Showcase-Modus wird dieses Jahr auch wieder sehr besonders sein und diesmal fokussiert sich das Ganze nicht auf einen einzigen Superstar, wie es sonst immer war, obwohl wir hatten auch mal eine Women's Revolution Showcase, wo man dann mehrere Frauen der Women's Revolution spielen konnte, also Charlotte, Becky Lynch, Sasha Banks und so weiter, die waren dann alle in einem Showcase, aber meistens fokussiert sich der Showcase auf einen speziellen Charakter. Diesmal wird es so sein, dass sich der Showcase auf WrestleMania fokussiert und ihr dort 21 Matches spielen könnt, was sehr viel ist, also es ist auch ein riesiger Showcase diesmal. 21 Matches aus der WrestleMania History, aus der 40-jährigen Geschichte von WrestleMania, und das hört sich einfach nur mega geil an, wird es hier auf dem Kanal auch in voller Länge geben. Für Patreons ein bisschen früher, aber auch ihr als normale Zuschauer, möchte ich mal sagen, werdet nicht allzu lange darauf warten müssen. Wer mich aber unterstützen will, wird das dann zu gegebener Zeit über Patreon machen können. Ansonsten freue ich mich einfach riesig auf den Immortals Showcase. Was es zum Roster sonst noch sozusagen gibt, ich habe ja gesagt, es wird keine großartigen Überraschungen geben, glaube ich auch nicht. Da wird jetzt nichts dabei sein, was jemanden vom Hocker hauen könnte, aber es werden über 200 WWE Superstars und Legenden dabei sein. Natürlich die aktuellen, aber auch alleine schon wegen dem WrestleMania Showcase werden da viele Legenden diesmal von Anfang an dabei sein. 90% der Gesichtsausdrücke sollen neu gemacht worden sein oder überarbeitet worden mit verbesserten Animationen, und auch eine dynamische Kamera während des Live-Gameplays soll am Start sein, sodass ihr die Kamera während des Matches live bewegen könnt. Wie das Ganze sich anfühlt, kann ich noch nicht sagen, aber es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, um auch visuell beeindruckender zu wirken. Zum General Manager Modus, falls die Frage aufkommen sollte, da gibt es noch keine großen Infos zu, außer dass dieser Modus weiter ausgebaut werden soll. Inwiefern und wie das Ganze dann aussieht, wenn es fertig ist, das weiß ich aktuell noch nicht. Außerdem ausgebaut wird meine Fraktion. Da soll es mehr Herausforderungen geben und es soll die Faction Wars 2.0 bekommen, was dann ein überarbeitetes Faction Wars sein wird. Inwiefern das überarbeitet wird, weiß ich nicht, aber wenn sie es 2.0 nennen, dann sollte es auch einen gewissen Grad an Veränderung geben. Außerdem wird es einen Direktkauf-Kartenmarkt geben, wo ihr Karten ja direkt kaufen könnt. Der Meine Story-Modus wird auch wieder verfügbar sein, also der ganz normale Kampagnen-Modus, möchte ich mal sagen. Der Showcase-Modus ist ja dann wieder ein bisschen was anderes, aber der Story-Modus von WWE 2K24 wird auch dieses Jahr natürlich wieder vertreten sein. Und dort gibt es einmal die Undisputed Storyline für die Männer und die Unleashed Storyline für die Frauen. Und im letzten Jahr, muss ich sagen, war der Story-Modus sehr geil gemacht. Der hatte eine coole Geschichte. Das hat Spaß gemacht, den zu spielen. Es gab schöne Wendungen, es gab aufwendigere Zwischensequenzen, extra Zwischensequenzen dafür, mit einem coolen Twist am Anfang schon. Fand ich sehr, sehr gut gemacht. Wenn sie daran anknüpfen können und das vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen, bin ich, was meine Story angeht, sehr zuversichtlich für dieses Jahr. Auch beim Universe-Modus, dem wahrscheinlich beliebtesten und meistgespielten Modus im WWE 2K-Universum, ja, die Sandbox sozusagen, auch da wird es einige Neuerungen geben. Es soll natürlich weitere Rivalitätsaktionen geben. Das Ganze soll noch mehr ausgebaut werden, vielfältiger werden. Es wird neue Zwischensequenzen geben und der Universe-Modus wird auch Special Guest Referees unterstützen, sowie Double Title Matches, was ich schon mal richtig geil finde, und sogar Loser Leaves the Town Stipulations. Auch das mega interessant. Vor allem, wie sie das Ganze dann umsetzen und was das für Auswirkungen auf den Universe-Modus hat. Oder ob das einfach nur ein netter Schriftzug ist, der das dann begleitet. Oder ob das echte Konsequenzen für den Wrestler hat, der dann dieses Loser Leaves the Town Match tatsächlich verliert.
Auch die Creation Suite wird überarbeitet. Es ist ja quasi das Kronjuwel dieses Franchises. Also ohne diesen Modus wäre das Spiel bei weitem nicht so beliebt. Und alleine die Möglichkeit, alles zu gestalten und selber zu bauen oder von der Community bauen zu lassen und zu nutzen, das ist einfach der Game Changer für dieses Spiel. Und das wird es jedes Jahr aufs Weitere, solange es da keine vernünftige Konkurrenz gibt, immer zum besten Wrestling-Game machen. Und eben dieser Modus wird auch ein bisschen erweitert und ergänzt. Da ihr sowieso schon Superstars, General Managers, Arenen und sowas bauen könnt. Ja, das reicht aber noch nicht. Es kommt noch was dazu. Ihr werdet jetzt, wo das Special Referee Match kommt, natürlich auch eigene Referees erstellen können. Und ihr werdet eigene Signs erstellen können. Also Schilde, die im Publikum hochgehalten werden. Auch die lassen sich jetzt neu erstellen. Gerade wenn ihr sagt, so ich will jetzt mit All Elite Wrestling spielen oder ich lade mir ein paar TNA-Wrestler runter und möchte meine eigenen TNA oder die alte WCW spielen, dann könnt ihr euch auch für die einzelnen Wrestler, die es im Spiel nicht gibt, trotzdem die Signs im Publikum erstellen. Und das wiederum ist sehr, sehr nice und sorgt natürlich für unfassbare Immersion. Und mit solchen Moves, was halt mega clever ist, sprichst du eben nicht nur die WWE-Fans an, sondern eben auch alle anderen Fans. Alle All Elite Wrestling Fans, die mit Fight Forever abgespeist wurden, werden natürlich zu WWE 2K24 greifen, weil sie da auch ihre All Elite Stars spielen können. Und das ist businesstechnisch einfach ein mind-blowing Move und auch schon immer gewesen. Und ja, die Creation Suite, natürlich wird sie ein bisschen ausgebaut. Bevor sich das Video jetzt langsam aber sicher dem Ende neigt, noch ein kleiner Auszug aus einem Backstage-Brawl. Ich habe ihn selber nicht gespielt natürlich, aber ich weiß einiges darüber, dass der Backstage-Brawl als Matchart eigentlich schon fast einer neuen Matchart gleicht, weil dieser Backstage-Brawl wohl sehr umfangreich überarbeitet wurde, mit mehr Interaktionsmöglichkeiten, mit einem coolen Areal, das man betreten kann, mit sehr vielen Waffen darin, mit neuen Aktionen. Also auch der Backstage-Brawl ist fast schon eine neue Matchart. Und zu guter Letzt will ich noch auf die Editionen eingehen, die es gibt. Ja, das ist jetzt wirklich der letzte Punkt in diesem Video. Also die normale Version, Stand jetzt, erscheint am 8. März und die Deluxe- und WrestleMania-Varianten sind bereits ab dem 5. März spielbar. Also wirklich erscheinen tun sie ab dem 8., aber ihr habt dann natürlich Vorabzugang, so wie wir es aus den Jahren zuvor auch kennen. Und da wird das Ganze schon ab dem 5. März spielbar sein. Es wird außerdem einen Vorbestellerbonus geben für jede WWE 2K24 Version, egal welche Edition ihr bestellt. Ihr bekommt jedes Mal das Nightmare Family Pack dazu, wo ihr 4 Superstars drin haben werdet. Und zwar 2 Versionen von Cody Rhodes, einmal die Undashing Version und einmal als Stardust. Außerdem Dusty Rhodes aus dem Jahre 1976 und Superstar Billy Graham, was einer der größten Konkurrenten überhaupt der Rhodes war. Und für Billy Graham wird es auch überhaupt der allererste Auftritt in einem WWE 2K-Spiel sein, abgesehen von der Supercard-App, die lassen wir mal außen vor. Für die Meine Fraktion gibt es ebenfalls einen Vorbestellerbonus, da gibt es 3 Karten und dazu gehören einmal eine Mattel-Version von Cody Rhodes. Und was ich irgendwie besonders cool finde, der Hund Pharao von Cody Rhodes wird als Manager-Karte vertreten sein. Vorbesteller der digitalen Version bekommen aber außerdem noch, und das verstehe ich zwar nicht, aber es ist so, bekommen zusätzlich die Standard-Edition von WWE 2K23. Die Standard-Edition, je nachdem in welchem Shop oder bei welchem Anbieter ihr das Ganze bestellt, variiert das natürlich ein bisschen, sollte aber bei 59 oder 69 Euro liegen. Dann gibt es noch die Cross-Gen-Edition, wo ihr dann natürlich für PS4 und PS5 oder für Xbox Series XS und Xbox One, je nachdem auf welchem System wieder, eine Version dabei sein. Die sollte dann um die 75 bis 79 Euro kosten. Die Deluxe-Edition wiederum wird um die 100 Euro kosten. Ab der Deluxe-Edition habt ihr auch eben diese 3 Tage Vorabzugang schon mit drin und den Season Pass habt ihr mit drin, deswegen ist es auch deutlich teurer. Und es wird am Ende 5 DLC-Pakete geben, wo ihr dann wahrscheinlich viele neue Wrestler erwarten könnt. Ebenfalls in der Deluxe-Edition ist der allseits bekannte Supercharger dabei und der Boost, der Mega-Boost für euren Story-Modus, damit ihr ordentlich Fähigkeitspunkte da reinbuttern könnt. Und obendrauf gibt es noch 2 Karten für meine Fraktion, einmal von Rhea Ripley und einmal von Bianca Belair, beide in Gold und beide mit einer alternativen Bekleidung.
Und dann, ja, dann kommt das Schwergewicht, nämlich die 40 Jahre WrestleMania Edition für circa 120 Euro. Dabei sind natürlich alle Vorteile der Standard- und der Deluxe-Version enthalten. Aber obendrauf gibt es noch das 40 Jahre WrestleMania Pack. Und da drin sind alternative Bekleidungen für den Macho King Randy Savage aus WrestleMania 6. Für Rey Mysterio das Outfit von WrestleMania 22. Triple H bekommt die Klamotten von WrestleMania 30. Charlotte Flair von WrestleMania 33. Und Rhea Ripley von WrestleMania 36. Für alle genannten Superstars gibt es außerdem die Goldkarte für den Faction-Modus. Und darüber hinaus gibt es in der 40 Jahre WrestleMania-Edition alle Showcase-Charaktere sofort freigeschaltet und jetzt weiß ich nicht, wie sich das auf die anderen Editionen auswirkt, auf jeden Fall wird das Ganze nicht zum Start soweit sein, ihr werdet die WrestleMania 40 Arena bekommen und sie wird halt sofort aktiviert, sobald sie verfügbar ist. Ob das dann im Nachhinein für die anderen Versionen auch gilt oder ob die sie später bekommen, aber es steht bei dieser Edition explizit dabei, dass die WrestleMania 40 Arena aktiviert wird, sobald sie verfügbar ist. Ich habe leider noch keine Infos, wie es sich bei den anderen Editionen oder wie es sich auf diese Edition auswirkt, aber das ist ein weiterer Bonus der super teuren Edition. Und ja, das soll es eigentlich auch gewesen sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zum einen natürlich von dem Video haltet, zum anderen, was haltet ihr von den Infos zu WWE 2K, fast hätte ich WrestleMania gesagt, WWE 2K 24. Ich persönlich bin schon ein bisschen geil auf das Spiel, muss ich sagen, um es mal salopp auszudrücken. Ich habe schon richtig Bock drauf und habe auch richtig Bock auf den Showcase-Modus. Da bin ich sehr gespannt, welche Leckerbissen sie sich da ausgesucht haben und wie gut das Ganze umgesetzt ist. Der letzte Showcase-Modus war ja für einige, auch für mich, ein bisschen schwierig so. Die Matchziele waren nicht immer eindeutig und es wurde nicht immer das gemacht, was ich gerne gehabt hätte. Aber ich habe trotzdem jedes Jahr Bock aufs Neue, mich in den Showcase-Modus zu stürzen. Wenn euch also dieses Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren, falls ihr nichts verpasst wollt und vor allem, wenn ihr euch auch für Rollenspiel, Strategie und Rundentaktik interessiert, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Ringehauen, bis zum nächsten Mal.